Hallo und ein herzliches Willkommen zurück in Tiny City. So, im letzten Part haben wir ja diesen tollen Wald gemacht und ja, ich würde da gerne noch ein bisschen weitermachen. Ich muss mal einen Screenshot von hier machen. Ach, ich finde diese Aussicht toll, die gefällt mir. So, dann können wir das hier wieder einblenden. Machen hier weiter mit unserem kleinen Wald. Ich würde jetzt hier kurz ein bisschen weiter reingehen, um das Ganze hier drinnen noch ein bisschen zu füllen. Also wenn ihr so einen Wald gestaltet, dann solltet ihr daran denken, wenn ihr im Survival spielt und auch mit Monstern, dass dieser Wald Monster, also auch tagsüber Monster haben wird, weil es eben recht dunkel wird, ne? Wenn ihr das verhindern wollt, dann solltet ihr zwischendrin immer mal ein paar Fackeln hinsetzen, damit eben keine Monster spawnen können. Jetzt hier ist das völlig egal, wir haben keine Monster an und wir sind sowieso im Kreativ, also die würden uns ja sowieso ignorieren. So, Gras, ein bisschen Gras. Und da noch und hier noch. Okay. Das. Ich muss hier raus. Das machen wir gleich von der Seite dann. Aber wie gesagt, das machen wir erst, wenn wir wissen, wo die Praxis anfängt, die Tierarztpraxis. Okay. So, hier Knochenmehl drauf. Aber zu viele Blümchen und zu hoch, viel hoch will ich eigentlich nicht. So. Ja, wobei, ich glaube, die Blümchen, die jetzt hier sind, auch die können ruhig bleiben, ne? Die finde ich okay, ja, die können bleiben. So, da noch ein Baum. Gucken, ob er wächst, ja. Manchmal hat man so ein bisschen Probleme mit den Bäumen bei dem hohen Gras hier. Dann wachsen die nicht. Also, wenn ein Baum mal nicht wächst und ihr habt schon Gras umzugemacht, dann macht das einfach weg und dann sollte das eigentlich funktionieren. Ich ganz oft schon gehabt, dass ich gedacht habe, so, hä, warum wächst der nicht? Wenn man macht irgendwie zwei Steine neben dem Baum und der wächst, ne, wird dann zwar hoch, aber er wächst. Und dann ist da so ein blödes hohes Gras und der Baum wächst nicht. Da muss man dann erstmal drauf kommen. So. Da einen hin noch und dann gucken wir gleich mal vom Hof aus, ob das okay ist. Und von hier vorne das Stück. Ja, sieht gut aus. Sieht wirklich richtig gut aus. Gefällt mir wirklich gut. Okay. So, da konnte noch ein bisschen Gras hin. Ich glaube, dann wird das Ganze besser. Ja, etwas besser. Ah, gerade eben wollte ich noch sagen, da sollte ich nicht so reinspringen, sondern fliegen. Ja, will abheben und zack, springe ich da rein. Eieiei. Ach komm, wir lassen das gleich wachsen, sieht's wieder schön aus. So. Also heute kann ich's nicht. Nein, heute kann ich's gar nicht. Ach komm, wir machen das so. Okay. Hier kann ich landen. So. Ich glaube, das sieht von dieser Seite auch ganz nett aus schon. Da fehlt mir noch so ein bisschen das Grüne am Boden. Also hier so. Oder genau. Genau, also ich denke, das ist dann ganz okay. Ne? Ja, jetzt sieht das schon etwas besser aus. Aber hier kann man noch richtig schön weit reingucken. Das würde ich gerne noch ein bisschen ändern. So, ja, mal gucken, ob das überhaupt änderbar ist oder ob wir einfach damit leben müssen. Weil wenn jetzt ein Baum nicht so richtig schön tief wächst, dann kann man die Sicht manchmal nicht wirklich zumachen. Es ist besser geworden. Ist jetzt nicht mehr so ein Durchgucken, ne? Es ist schon etwas anders geworden. Aber wir versuchen da nochmal einen hinzustellen, einen Baum. Ja, ich glaube, dann ist die Sicht zu.
Okay. So, dann machen wir hier weiter. Da sieht das schon sehr zu aus, alles. Das ist schon ganz gut. Aber wir machen hier trotzdem noch einige Bäume rein. Das Ganze also wirklich schön dicht. Dann lassen wir die wachsen. Das sind größer geworden, ne? Schön. So. Weiter komme ich da nicht. Oh, hier passt auch noch einer hin. Und dann hier noch das Grün ein wenig machen. So. Okay. Na, wachs schon. Okay. So, dann wollen wir noch mal gucken. Hallo Kühe, ich muss mal kurz hier gucken kommen. Das sieht gut aus. Okay, also diese Seite haben wir fertig, würde ich mal sagen. Das ist ganz in Ordnung. Dann machen wir hier weiter und machen hier auch die Sicht so schön zu, ja, dass man also vom Hof aus nicht mehr weit gucken kann. Ich glaube, da ist das okay. Hier haben wir schon recht viele Bäume und keine kleinen Fichten. Das müssen wir noch ändern. Die müssen hier auch noch hin. Und hier kann man auch noch mal mit den großen Bäumen ein Stückchen weiter raus. Ne? So. Wir können ja hier jetzt einfach mal ein paar Bäume hinstellen. So. Und dann lassen wir die einfach, ja, die, die wachsen, wachsen. Die, die nicht wachsen, da helfen wir dann nach. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns dann erstmal auf die andere Seite, dass wir dann auch mit der Tierarztpraxis beginnen können. Ich glaube, es ist ganz nett, ne? Also immer nur Wald machen ist zwar auch nett, wie ich finde, es macht Spaß, aber man kann ja ein bisschen abwechseln, ne? So, genau. Also dann würde ich jetzt hier versuchen, auch eine Waldlinie zu schaffen, ja? Hier einfach dann zuzumachen und also bis hierher würde ich sagen. Hier machen wir wieder schön Gras hin erstmal. Genau. Bis dahin machen wir den Wald noch, die Linie, Waldlinie, und dann denke ich, können wir da dann mit dem Grundstück für die Tierarztpraxis anfangen. Gut, das finde ich okay hier. So, haben wir denn hier auch kleine Fichten stehen? Nicht so wirklich. Gucken, ob die hier noch wächst. Mal schauen. Ja, schön. Gut. Ich müsste das mal abgrenzen, damit das einfacher wird zu sehen, bis wohin. Die machen wir. Huch, das wollte ich nicht. Die machen wir auch mit Hecke umzu. Aber ich würde da vielleicht Schwarzeichenlaub nehmen und eine Mauer. Also beides. Schwarzeichenlaub plus Mauer hätte ich ganz gerne. Aber jetzt machen wir erstmal nur das Laub hier hin, damit wir eine klare Linie bekommen. So, ja, also es könnte schon knapp werden vom Platz her, ne? Also was wir nicht jetzt hier beim Tierarzt machen, sind Pferde oder sowas. Also das machen wir separat. Ich würde sagen, wir machen hier nur Kleintiere stationär.
Ja, also ich denke, eine Kuh und so weiter, das behandelt man ja sowieso eher auf dem Hof anstatt stationär, wobei es das natürlich auch gibt. Aber ich denke, wir machen hier eben stationär nur für Kleintiere. Das heißt Kaninchen, Papageien, was haben wir noch an Kleintieren hier? Hunde, Katzen, sowas. Ne? Ich denke, das reicht. Das ist okay. So, den Rest machen wir dann. Ja, dann passt hier aber noch ein großer Baum hin, der noch ein bisschen am Potzol bringt, aber doch nicht so viel. Zu viel Potzol. So. Ah, noch eins hier. Okay. So, also hier nach hinten raus machen wir das Ganze dann ein andern Mal, ne? Das kümmern wir uns jetzt nicht drum. Wir müssen dann ja wahrscheinlich sowieso hinter der Tierarztpraxis auch noch den Wald machen, ne? Wenn man so ländlich wohnt, dann ist das ja ganz nett, wenn man immer so im Hintergrund dann den Wald hat. Das finde ich, macht dann einfach dieses Ländliche aus, ne? So. Ach komm, du kannst auch mal wachsen hier. Oh, da war schon einer hier. Dann versetzen wir den mal dahin und den dahin. Ja, es ist schon gut, aber mir fehlt hier noch das Dichte, ne? Das war jetzt gut mit dem Baum, der ist gut gewachsen. Der geht wieder hoch. Die meisten wachsen immer so hoch, das ist manchmal ganz schön nervig. Oh. Ja, das geht. Das ist okay. Nein, dich stellen wir eins weiter vor. Dann sieht das nicht so nach einer Linie aus. Ja, hier sollten wir auf jeden Fall noch ein bisschen was am Boden machen. Das können wir ändern. So, Baum, Baum. So. Okay. Wie sieht das jetzt hier aus? Es ist schon, da kann man noch zu weit durchgucken. Das würde ich gerne etwas weiter zumachen. Also da müssen wir hier hinten dann schon anfangen, die Sachen zuzumachen. Also wie ihr seht, wird das jetzt hier echt dunkel drinne. Und die Monster, die freuen sich. Deswegen, wenn ihr im Survival spielt, immer ein bisschen Licht in den Wäldern lassen, dann geht das. So, okay. Mal eben schnell schauen. Perfekt. Da fehlt aber noch das Grünzeug drunter, ne? Also hier in dem Bereich, da muss noch unbedingt was platziert werden. Gut, okay. So, das haben wir. Dann gehen wir an das nächste Stückchen hier ran. Machen wir erstmal das. Das ist dann im Nachhinein schon ein bisschen schwierig. So. Und dann Bäume. Und hoffen, dass die gut wachsen. Ja, also hier würde ich dann auch noch einen hinstellen. Perfekt. Doch wirklich gut. Ah, gefällt mir wirklich richtig, richtig gut der Wald. Das ist schön, dass der so wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Für den hier noch zum Wachsen kriegen? Ja, oh, schön. Dann stellen wir den da rein. Gucken hier noch ein bisschen Gras verteilen. Hier können wir noch mal weiter rein.
So, gut. Die kann bleiben, die eine Blume. Da machen wir mal ein, zwei hohe. Die eine Blume kann da auch bleiben. So, jetzt gucken wir mal. Ja, nahezu perfekt, oder? Also man kann nicht rüber gucken zum Hof, ne? Es ist alles zu. Und auch hier ist es eigentlich alles recht dicht, ne? Es wirkt total cool. Ja, und hier ist jetzt der Bauernhof. Ja, sehr schön. Also wirklich, wirklich toll. Gefällt mir gut. Ja, dann ist jetzt die Frage, wie beginnen wir mit dem Tierarzt? Also, wo beginnen wir? Ich würde jetzt hier den Bach noch ein bisschen weiterziehen. Und so nach Gefühl dann die Einfahrt machen. Und dann gucken wir mal, was wir an Grundstück nicht brauchen, können wir ja dann immer noch dekorieren. Mal gucken. Muss nur eben schauen, dass ich tiny bleibe, ne? Weiß nicht, ob ein Tierarzt unbedingt viel größer sein sollte wie ein Bauernhof. Das ist jetzt die Frage, ne? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, ich würde dann vielleicht tatsächlich hier die Einfahrt machen. Wo das schon recht. Das ist schon recht groß geworden, muss ich ja zugeben. Dann eher hier die Einfahrt. Und hier dann das Ganze nochmal. Jetzt müssen wir mal zählen hier. Können wir gleich die Hecke weitermachen. So, 16, 2, 4, 6, 12, 14, 16 und dann da oben. So. Das sollte dann hinhauen. Gut, Wasser. Und ein bisschen Knochenmehl. So. Okay, dann haben wir das fertig. Dann würde ich die Tierarztpraxis nur, also bis zum halben Grundstück bauen, ne? Also jetzt nicht da hinten auch, also bis ganz nach hinten. Vielleicht kann man da nochmal was anderes hinmachen. Mal schauen. Wir haben ja eine Riesenliste, die wir abarbeiten können. Von dem her wird da auf jeden Fall uns schon noch was einfallen. So, hier würde ich auch einfach das mit Pfad machen. Ich fand das ganz, ganz nett. Hat mir gut gefallen. Und hier machen wir auch den Bach eben fertig. So, genau. Und hier natürlich dann die Seiten. So, Tierarztpraxis. Jetzt müssen wir erstmal uns vorarbeiten zum Eingang. Ich würde das Haus, wie gesagt, gerne wie aus dem Spiel bauen. Und ja, dann im Garten die Häuschen, aber vielleicht eben, also die stationären Häuschen, aber vielleicht dann eben nach vorne raus und nicht nach hinten raus, wie es in dem Spiel ist. Ja, dass man hier dann eben. Ja, ich glaube, das könnte gut werden. Vielleicht sollten wir erst die Gehege bauen, also die Station für die Tiere. Ach, was mache ich denn? Damit wir dann eben auch sehen, wie groß das Ganze wird, ne? Also mal gucken, weil wir das ja relativ klein halten sollten. So.
Das Ding ist nur, was mir gerade auffällt, ist ja der Hof, der hat gar keinen Parkplatz, ne? Also ein Auto darf man hier nicht haben. Und da wir aber mit Straßen das ja haben, sollte man schon die Möglichkeit haben, hier irgendwo zu parken, ne? Also eine kleine Garage oder irgendwas fehlt hier ja noch. Ja. Da müssen wir uns mal Gedanken drum machen. Und auch hier, da brauchen wir ja natürlich eine Auffahrt und noch einen kleinen Parkplatz oder sowas, ne? Na gut, okay. Das kriegen wir auf jeden Fall noch unter. Und dann würde ich sagen, ja, beenden wir jetzt erstmal an dieser Stelle den Part. Im nächsten Part gucken wir dann, ja, würde ich sagen, ja, würde ich fast sagen, erstmal nach den Parkplätzen, oder? Damit das auch auf jeden Fall alles da ist. Okay, also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.